Das Traeger XSPID 9500 ist der kleinste und leichteste Gaschromatograph auf dem Markt. Heute begleiten wir die Firma Dr. Kurt Hahn GmbH bei ihrem Messauftrag und besuchen die Firma ZKW Lichtsysteme in Österreich. Mein Name ist Dr. Kurt Hahn. Ich bin Geschäftsführer Dr. Kurt Hahn GmbH. Wir betreiben ein Ingenieurbüro für Verfahrenstechnik und machen sehr viele Gefährdungsbeurteilungen im Bereich von Arbeitsplätzen und Emissionen. Die Bedeutung messtechnischer Gutachten oder der Gefährdungsbeurteilungen ist hoch. Zum einen wollen Unternehmen das Arbeitsrisiko so gering wie möglich halten. Zum anderen ist das Einhalten von Grenzwerten gesetzlich vorgeschrieben. Wir sind heute bei der ZKW Lichtsysteme GmbH und machen eine Gefährdungsbeurteilung im Bereich der Schadstoffmessung. Unsere Aufgabenstellung ist, dass wir an mehreren Messplätzen die Schadstoffe an Arbeitsplätzen bestimmen bzw. auch die Emissionen feststellen messtechnisch. Und dafür werden wir ein spezielles Messverfahren, das XSPID, einsetzen der Firma Traeger. Wir machen heute Schadstoffmessungen an einem Arbeitsplatz. Wir sehen dann hier im XSPID sofort das Chromatogramm, das heißt, wir messen in Echtzeit. Das heißt, wir haben sofort die Schadstoffkonzentrationen und können sehr rasch eine Beurteilung durchführen. Die Messwerte können sofort verglichen werden mit den Grenzwerten, in dem Fall mit den Arbeitsplatzgrenzwerten. Diese sind eindeutig eingehalten bzw. sehr weit unterschritten. Es müssen an diesem Ort keine Maßnahmen gesetzt werden, dass man hier Verbesserungen durchführt. Mit dem XSPID 9500 lassen sich sogar in Stoffgemischen einzelne Stoffe messen. Das kann in vielen Fällen eine aufwendige Laboranalyse ersetzen. Eine Justierung des Geräts ist jederzeit möglich. Der zweite Arbeitsplatz ist der, wo also Werkstücke entfettet werden. Wir werden also in diesem Raum da drinnen Schadstoffkonzentrationen messen. Das notwendige Messprogramm dafür wird die Frau Strasser vorbereiten und wird jetzt einmal das XSPID einmal programmieren und die Schadstoffkomponenten einstellen. Diese Messung wird im exgeschützten Bereich stattfinden. Das heißt, ich gehe alleine mit dem Messgerät hinein, weil die Kamera nicht mit darf. Die Messungen sind erledigt. Sehr gut. Es wurden alle Grenzwerte eindeutig eingehalten. Wir haben es auch nochmal am Chromatogramm. Sieht man schön. Perfekte Werte. Wir befinden uns beim Silikontemperofen. Dieser Temperofen erhitzt Silikonbauteile auf eine bestimmte Temperatur, damit diese aushärten bzw. ausgasen können. Sie sehen hier am Chromatogramm wieder, dass die Grenzwerte eindeutig eingehalten werden und dass für die Mitarbeiterinnen keine Gefährdung besteht. Die gewonnenen Messdaten lassen sich mit Hilfe des zugehörigen Smartphones einfach auf den Computer übertragen. Das ist oft eine große Arbeitserleichterung, nachhaltig und fehlerfrei. Ich möchte ganz kurz die Messergebnisse zusammenfassen, die wir heute erhalten haben bei diesen vier Messstellen. Alle Arbeitsplätze haben Konzentrationswerte, die weit, weit unter den MAC-Werten liegen. Und auch die Emissionsmessstelle, die wir beim Tempoofen gehabt haben, waren die Messwerte weit unter dem Emissionsgrenzwert. Das heißt also, es gibt keinen Handlungsbedarf bei irgendeiner Anlage. Das heißt also, die Grenzwerte wurden eindeutig, klar und nachvollziehbar eingehalten. Für die Firma ZKW ist auch die Sicherheit der Mitarbeiter sehr, sehr wichtig. Deswegen legen wir sehr großen Wert auf verlässliche, gute Messergebnisse. Danke an Dr. Kurt Hahn und ZKW Lichtsysteme für den interessanten Einblick in die Arbeit mit dem XSPID 9500 von Traeger.